In diesem Video zeige ich euch, wie meine Frau und ich nach 1,5 Jahren Ehe endlich in unsere verdienten Flitterwochen fliegen durften. Wir haben uns Skiathos in Griechenland ausgesucht, weil es weniger touristisch ist als die meisten Inseln und Städte in Griechenland. Und das ist unser erster richtiger Urlaub, weil wir bis zur Ehe gewartet haben, bis wir zusammen verreisen. Also ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Okay, wir sind jetzt gelandet in Skiathos. Wir sind viel zu spät angekommen am Hotel, am Flughafen. Aber ich meine, wen interessiert das? Weil 2 Stunden sind mehr als genug Zeit, um sich einzuchecken, Koffer wegzugeben. Und wenn du der Letzte bist, kriegst du den Koffer natürlich auch zuerst. Storytime. Ja, wir sind mit der Bahn hingefahren, haben es aber nicht geschafft bis zum Terminal, weil irgendwo war dann Polizeieinsatz. Naja, Ende der Geschichte. Wir sind 1 Stunde später angekommen. Es ist nicht wie erwartet 25 Grad, sondern es ist eher 34 Grad, was ich ja viel, viel, viel schöner finde. Wir hatten gerade ein schönes Gespräch mit so einer Reiseleiterin und wir haben die krasseste Information, ist einfach, dass es gibt genau 20 Polizisten hier auf Skiathos. 10 davon sind in Ausbildung und die dürfen nur die Uniform tragen und dürfen nichts machen. Und die anderen 10 sind am Flughafen. Das heißt, nirgendwo hier auf dieser Insel gibt es Polizisten. Das heißt, niemand guckt irgendwie, dass ich schwarz bin. Also, ich glaube, ich komme damit klar. Und ja, stimmt, heute ist mein Geburtstag. Und gerade war es 20.09 Uhr am 20.09. Ich habe etwas gesehen, was ich unbedingt haben möchte. Wie nennen wir diese Person hier? Christopher. Heute ist der 2. Tag. Es ist jetzt schon wieder abends. Wir hatten einen schönen Tag am Strand. Dann waren wir am Pool und haben da noch was gechillt. Und jetzt gehen wir essen wieder. Wir haben uns ein bisschen vernünftiger angezogen. Also mit vernünftiger. Ich habe mich mal vernünftiger angezogen. Wir haben einfach einen schönen Date Night. Wir genießen einfach die Zeit zu zweit. Dass wir wirklich jeden Tag zusammen verbringen. Und da ist meine hübsche Frau. Der coolen Jacke. Passt gar nicht zu deinem... Nicht? Weiß ich nicht. Es sieht so cool aus. Und das Kleid so schick. Ich die andere Jacke an. Oh, jetzt habe ich meine Frau verunsichert. Deshalb hat sie zugemacht. Also hier auf Skiathos läuft man immer an der Hauptstraße entlang. Und wie wir hinter uns sehen, sind auch andere Leute unterwegs. Aber also, es sind auch nicht viele Autos. Ja, ja, genau. Also die fahren halt nur mit 300 Sachen durch die Gegend. Okay, wir gehen jetzt essen. Wanderung. Die geht circa 2 Stunden. Das Ziel unserer Wanderung ist so ein Strand und Aussichtspunkte, wo man das Meer sieht. Und bisher sehen wir nur Bäume und es ist echt sehr, sehr grün hier. Wir haben bisher keine Menschenseele gesehen, also es ist echt eine Person. Die sind nur vorbeigelaufen. Habe ich nicht gesehen. Die hatte Kopfhörer. Überhaupt nicht touristisch. Sehr schön ruhig, um die Seele aufzutanken. Wir gehen zum Mandrake Beach. Der soll sehr schön sein. Wir haben aber keine Schwimmsachen dabei, weil
Es hat nur 20 Grad und ich glaube, es ist ein bisschen zu kalt. Aber so schwül wie es ist, könnte man fast eine Runde schwimmen gehen. Zum Beispiel hier, da kann man schön schwimmen gehen. Gehst du zuerst, Cole? This looks like paradise. Wir sind hier gerade mitten auf der offenen See. Ich glaube, ihr versteht mich gar nicht. Ich werde nass. Yes, wir haben gerade einen richtig harten Parcours hinter uns und chillen. Wir genießen das nicht zu heiße Wetter. Ich bin schon wieder nass geworden. Wir sind jetzt gerade Bus gefahren, sind an der Station 4 ausgestiegen. Jetzt sind wir in der Großstadt Skiathos Town. Und jetzt sind wir gerade auf einem Parkplatz, wo ganz viele Autos parken. Da steht No Parking, aber da parkt trotzdem. Und wir laufen jetzt durch die Straßen und machen die Stadt unsicher. Ignore, die hat dich blockiert auf Facebook. Ich bin nicht elegant umgangen. Okay, es ist der fünfte Morgen. Ist der fünfte Morgen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns ein Quad gemietet und sind jetzt hier hingedüst. Hier heißt es, dass das Flugzeug so richtig, richtig tief über jemanden hinweg fliegt. Aber bis dahin müssen wir jetzt warten, bis einer landet. Eine lange Schlange. Ah ja, hier ist auch eine Schlange. Wir haben gerade eine Schlange gesehen und jetzt haben wir noch eine Drille. Das ist die Maus. Nicht anfassen. Ah, ist eine Riese. Gesehen, haben wir gerade eine Schlange gesehen. Das ist laut. Wir sind jetzt hier. Irgendwo. Castro oder so. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Quadfahrt. Oder wie Ilona sagt, Squadfahrt. Das heißt, wir haben ganz viele Squads gemacht, während wir gefahren sind. Wir haben leider die Flugzeuge nicht landen sehen, nur starten. Ist okay, Trostpreis. Wir sind glücklich, unseren ersten großen Urlaub. Hallo! Also wir sind jetzt hier, haben eine super schöne Aussicht. Wir wollen unbedingt in diesem Restaurant essen, aber irgendwie gibt es immer Probleme mit diesem Restaurant. Das erste Mal waren wir hier, da gab es eine Hochzeit. Das zweite Mal, da haben sie einfach zu, obwohl auf Google steht, dass sie offen haben. Ich glaube, das soll einfach nicht sein. Ilona ist enttäuscht. Sie hat gesagt, sie setzt sich einfach hin aus Trotz und bestellt sich jetzt Essen hier. Nachdem wir nicht in unser Lieblingsrestaurant konnten, wieder nicht, sind wir jetzt in ein anderes gegangen, direkt am Meer. Das ist auch schön, ein bisschen windig und man hört das Wasser, aber es ist auch schön. Yes. Und ich bestelle mir jetzt eine Limonade.
jetzt hier draußen und laufen mit zwei wunderschönen kleinen Welpen, Hunden, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung von Hunden, darum weiß ich nicht, wie alt die sind. Und du kannst hier hin in Skiathos, einfach zu diesem Hundeshelter, und kannst dir Hunde abholen. Und dann kannst du mit denen laufen, musst nichts dafür zahlen. Und wir machen jetzt eine kleine Runde und Ilona ist glücklich. Wir sind jetzt hier auf einer Insel, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit T. Irgendwas mit T. Wir haben bis jetzt einen Hasen gesehen und zwei Ameisenstraßen. Jetzt laufen wir wieder durch den Dschungel. Das Boot hatte Probleme, Anker zu legen oder so. Wir waren auf jeden Fall 10 Minuten an der Bucht und das Boot hat irgendwas gemacht und irgendwann konnten wir aussteigen. Wir haben keine Erklärung bekommen. Ich glaube, es waren Aliens. Was soll ich da jetzt machen? Ja, es ist von einer Ziege oder so. Nicht von einer Ziege, doch Bergziege oder so. Ilona, ich habe die Ziegen gefunden. Festland Griechenland auf einem Olivenhain. Da sind ganz viele Olivenbäume und da unten sind giftige Beeren unterm Baum. Ja, wenn man die isst, dann stirbt man sofort. Sogar wenn man nur dran denkt. Ja, übertreib mal nicht. Oh, das ist ein Schreck. Oh. Was hast du gemacht? Diesen Berg hier hochgeklettert. Das sah eigentlich nicht so anstrengend aus. Oh, das war so anstrengend. So, jetzt geht's wieder nach unten. Oh, meine Oberschenkel. Ilona hat Angst. Wieso hat sie Angst? Das lüften wir jetzt. So groß ist sie. So klein. Und Ilona hat Angst, obwohl sie so groß ist. Ja, ich bin nur ein bisschen größer als sie. Guck mal, sie ist viel schneller und flinker. Ja, das war unsere Skiathos-Reise. Wir haben die Zeit zu zweit sehr genossen. Die Ruhe, die Wärme, die Zweisamkeit, weit weg von unserem Alltag. Und jetzt freuen wir uns schon auf die nächste Reise, die wir auch schon gebucht haben. Und die geht nach Costa Rica. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.